Neben mir steht Dr. Florian Sochatzi. Er ist Geschäftsführer von M-Book, mittlerweile in der Cornelsen-Gruppe gelandet. Sie haben ein hochinnovatives Produkt, was auch hoch prämiert wurde in den letzten Monaten, kann man sagen, auf den Weg gebracht. Sagen Sie uns doch als erstes mal ganz kurz, was ist das M-Book? Das M-Book ist ein multimediales, digitales Schulbuch, das aber vor allem darauf setzt, innovative Methoden und Didaktik auch digital umzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist, es auch versuchen, auf einem Vertriebsweg zu bringen, der Leute in der digitalen Welt auch anspricht und somit ein gesamtdigitales Produkt zu schaffen, das auch Schule, Lernen und auch die jeweiligen Fächer hoffentlich auch ein Stück weit verändern kann. Das heißt, Sie gehen aus den traditionellen Wegen ein Stück weit raus und sagen, hey, wir müssen auch in Innovation hier treiben und können uns nicht in dem ganz klassischen Verlags, sag ich mal, Betrieben bewegen? Wir müssen weiterdenken, wir müssen auch weiterentwickeln, weil wir haben immer gemerkt, wenn digitale Veränderung tatsächlich einmal kickt, dann ist es meistens exponentiell. Und klar ist es in Schule gepuffert, weil wir uns natürlich in einem öffentlichen, staatlichen und in einem föderalen System natürlich auch bewegen. Darum ist der Hockeystick weniger steil, als er woanders ist. Aber trotzdem merke ich so seit ein paar Jahren, eigentlich so seit 2016, dass sich auch die Mindsets der Player, um jetzt mal zwei englische Begriffe zu verwenden, auch deutlich verändert haben. Auch auf Elternseite, auf Schülerseite, auf Lehrerseite, auf Ministeriumsseite, auf Verwaltungsseite. Und ich glaube, dass wir gerade sehr, sehr an Geschwindigkeit gewinnen. Und wenn wir da mitspielen wollen, brauchen wir auch wirklich echte, innovative, digitale Produkte. Da wird es nicht reichen, in eine Telefonzelle einen Kartenschlitz einzubauen. Okay, das verstehe ich ein bisschen, der Seitenhieb so auf die Idee, ich nehme ein Schulbuch und lege da irgendwas drauf, sondern Sie sagen, wir müssen eigentlich ganz neu denken. Okay, das verstehe ich. Dann sind Sie ja jemand, der auch ein bisschen nach vorne schauen kann, weil Sie sind ja noch nicht so ewig dabei, nicht so etabliert. Wenn Sie die Zukunft sehen von Schulbüchern, gibt es die überhaupt noch? Ich glaube, dass wir uns relativ bald auch von der Schulbuchmetapher lösen werden in den nächsten Jahren. Wir benutzen die im Moment noch, um ein gewisses Gefühl der Vertrautheit bei Lehrern auch auszulösen. Lehrer brauchen die Metapher im Moment noch. Ich kann das auch verstehen. Wir wollen nicht alle Schritte gleichzeitig gehen und dabei alle auf dem Weg verlieren. Wenn ich irgendwann damit unterrichtet habe, werde ich im nächsten Schritt die Metapher deutlich weniger vermissen. Also wir werden irgendwo hingehen, wo es Plattformlösungen für Inhalte gibt. Also wo ich individuell auf meine Bedürfnisse exakt das finde, was ich brauche für mein Unterrichts- oder für mein Lernbedürfnis und das dann aber auch unabhängig vom Medium. Da werde ich alle Medien dazu finden, die es braucht und damit meinen Unterricht oder mein Lernsetting auch gestalten können.